Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Jedi Survivor. Wir können hier direkt raus. Wow. Das ist das Tor, das sie erwähnt hat. Was ist eigentlich unser Job gerade? Öffne das Tor zum Wald. Gerüchte. Wir sollen Thomas Laden mal be. Okay, da auf der anderen Seite von der Ding. Hallo Spiel, du darfst mal ruhig auch wenigstens mit 30 FPS laufen. Bitte, bitte. Ja. Hier war Thomas, ne? Da vorgesetzt. Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Auch eine Werkbank. Sieh dich um. Mysteriöser Code. Öffnet die verschlossene Tür in Thomas Laden. Mit 10 so Klumpen. Ansonsten. Ach, das ist ja cool mit den Holos. Wieso Stirnband, Irokese. Du hast ein gutes Auge. Das ist ein cooles Outfit. Ich hol mir aber erstmal den da. Damit kann ich nichts falsch machen. Irgendeiner dieser miesen Raider hat den Sicherheitsalarm meiner Ladentür ausgelöst und jetzt ist sie verriegelt. Vielleicht kann dein kleiner Droide sie mit diesem verschlüsselten Backup-Code wieder öffnen. Schau mal, was da drin ist. Du hast sie aufgekriegt. Ein Stimpack, oder? Nimm dir irgendwas, das du gebrauchen hast. Naja, ist cool. Nicht schlecht. Noch ein Stim. Hier, bitte. Damit können wir in jedem Fall was anfangen. Willkommen. Sieh dich um und du wirst die besten Komponenten und sonstige Waren auf dieser Seite des Outer Rim finden. Das ist eine Garantie von Doma Dendra. Hörst du das, Kumpel? Eine Garantie. Genau. Der Laden basiert auf Vertrauen und Qualität. Und das soll auch so bleiben. Okay, das Gerücht haben wir damit, glaube ich, abgeschlossen, ja? Genau. Dann... Ich meine, wir können noch rausgehen. Oh, du bist's. Du bist der Neue, stimmt's? Tut mir leid, das habe ich nicht gehört. Sag das nochmal. Ich habe nichts gesagt. Oh, genau. Das muss dieses Klingeln in meinen Ohren sein. Neulich hat mir eine Rollmine fast den Schädel weggerissen. Direkt neben dem Pfad zur Baggerschlucht ist ein Gebäude. Dort hat mich diese Rollmine fast erwischt. Ich wette, die bewachen was Nützliches, aber ich gehe da nicht mehr hin. Vielleicht sehen wir uns das an. Nur zu! Und sei vorsichtig! Dieses Klick... Entschuldige. Du bist der Neue, stimmt's? Scheiße. Tut mir leid, das habe ich nicht... Da, also jetzt haben wir auch es bekommen. Und mehr gesagt hat sie eh nicht mehr. Hey Leute, wie lange seid ihr schon zusammen? Zu lange. Wir gehörten zu den Ersten hier und haben beide nach Priorit gesucht. Wir hatten keine Ahnung, was wir taten und haben nichts gefunden. Dann fiel mir ein, dass ich es draußen hasse. Und ich holte mir einen Sonnenbrand auf meiner Gastrodermis. Nicht lustig. Dann sah ich den jämmerlichsten, ungeschicktesten Prospektor auf dem ganzen Planeten. Ramsay Forlow. Ich auch. Natürlich haben wir sofort Witze über Ramsay, den alten Tollpatsch, gerissen. Ich habe über Gulos Sprüche sehr gelacht. Und ich über Guidos. Und seitdem sind wir zusammen, weil wir etwas gemeinsam hatten. Ramsay war ein Versager. Er bringt mich immer noch zum Lächeln. Gulo und Guido. Also ich schätze, man kann jetzt mit denen hier reden. Du bist der, der sich mit den Raiders anlegt, richtig? Ja. Schlechte Idee. Die Raiders haben in der Reach überall Augen. Wie meinst du das? Ravis hat einen Wachturm im Tal. Vielleicht sehe ich es mir an.
Ich wusste, dass du das sagst. Halte auf die Nadeln zu. Du kannst ihn nicht verfehlen. Natürlich können sie dich auch nicht verfehlen. Ist klar, oder? Wegen des Wachturms. Okay, haben wir einen nächsten Hinweis. Da steht noch einer. All diese Hallo. Stehen haben wahrscheinlich Hinweise. Hä? Vor 20 Zyklen soll dieser Ort aus nicht mehr als ein paar Hütten bestanden haben. Und jetzt sieh ihn dir an. Ja, manchmal wünschte ich könnte in die Vergangenheit zurück, um zu sehen, wie es war, ohne Komfort zu leben. Du kannst immer in die Wildnis aufbrechen und deine eigene Stadt gründen. Ich denke, ich bleibe hier, danke. War irgendwie kein richtiger Hinweis. Hab ich schon wieder vergessen. Ah ja, dort da war so eine Tür, die wir noch nicht aufmachen konnten, oder? Gericht. Okay, untersuchen wir mal die Rollminenfabrik. Ist da hinten. Was sind denn da für Dinge in der Luft? Oder richtungsmäßig, genau, hier rechts. Das geht alles noch nicht, ich bin ja schon mal froh. Das fand ich ja beim ersten Teil, glaube ich, schon ganz cool, dass das auf der Karte immer angezeigt wurde. Was ging und was nicht ging. Dachte ich kurz, BD wäre abgesprungen. Ich bin für jeden Gegner gewappnet. Halte dich einfach an deine Programmierung. Holt ihn euch. Das hier verfehlt ihn. Hey, da kommt man nicht rein. So, nicht mit mir, Freundchen. Bin jetzt schon wieder aus dem Kampfsystem raus. Das ist so krass, wie schnell das geht. Ich verstehe das. Das sind merkwürdige Dinger. Ich wüsste auch gern, was drin ist. Aber dafür fehlen uns die Zeit und die Ressourcen. Also nein, und frag bitte nicht mehr. Okay, irgendwie muss ich da schon... Ah, hier außen kann ich hoch. Okay. Machen wir da nochmal hin. So hatten wir den noch gar nicht, den BX-Droiden. Da geht's. Also die Wände... Ja, ich weiß nicht. Beim ersten Teil habe ich, glaube ich, geschimpft, dass so... alles so übertrieben immer weiß angezeichnet war. Aber hier tue ich mir noch ein bisschen schwer... zu sehen, was geht und was nicht. Aber da werde ich auch wieder ein Auge dafür bekommen, wenn wir ein bisschen länger im Spiel sind. Und Bockling ist da wieder. Die verfolgen uns ja irgendwie seit dem ersten Teil ein bisschen. Sehen wir uns das mal an. Eine mechanische Berührung. Der Außenposten ist klein, wächst aber stetig. Bringen wir das zu Doma.
Okay. Dann will ich dann aber nochmal haben, bitte. Da draußen war nochmal so eine Tür, erinnere ich mich. Kommen Sie mit. Ja, am Anfang fand ich das System ein bisschen komisch, aber so langsam sehe ich eigentlich den Witz da drin schon. Da habe ich kurz gedacht, das hätte nicht funktioniert. Maximale Macht erhöht. Und den Wachturm der Raiders, wo ist der? Der ist ganz woanders. Da rechts, oh, das ist das, wo wir herkamen, okay. Also nicht hier oben, sondern hinter dem Stein rechts. Diese Samen gehören in frische Erde. Da bin ich mal gespannt, wann wir das machen können. Und neue Fähigkeitenpunkt. Hier waren wir schon drin, das war die Mine. So langsam finde ich mich etwas zurecht. Und ich mein, das Raider-Gebiet war ja hier in dieser Richtung, insofern passt das. Ich glaube, da wurde mir gerade auf der Karte angezeigt, dass ich da jetzt doch rein kann. Ich weiß gar nicht, warum wir dann da noch nicht waren. Herr Priorit, wie viel kriegen wir wohl bei Doma dafür? Nur auf diesem verdammten Planeten mitten im Outer Rim gelandet. Weiß kein Mensch so genau. Da hinten ist das Gerücht. Da wir wollen aber oben lang, weil da kann ich wahrscheinlich eine Abkürzung freischalten. Wahrscheinlich wäre es schlauer eigentlich in der Hauptquest ein bisschen weiter zu machen, damit wir ein Reittier bekommen. Ich hoffe jetzt, also ich gehe einfach davon aus, es gibt Reittier, weil es hieß, ich kann zum Satteln gehen, weil ich werde nicht BD satteln. Aber weiß es nicht. Da werden wir jetzt einmal dran vorbeirennen und wollen wir uns nicht mit denen anlegen. Wiederherstellen. Wenn du stirbst, verlierst du all deinen letzten Fähigkeitenpunkt erhaltenen EP. Müssen den Gegner wiederfinden. Okay, also das haben sie auch so. Und Dark Souls. Und ich bin wieder hier. Okay, und wieder da hoch. Natürlich vergessen, welche Richtung es war. Versuche mich gerade mal ein bisschen ohne mal nachzugucken zu orientieren. Da lang, ne? Ja.
Ja, ich habe jetzt eigentlich gehofft, ich würde das Riesenviech irgendwo sehen. Sehe ich aber nicht. Nun gut. Da ist jetzt nur dahin, weil wir dann, glaube ich, von da starten, wenn ich nochmal sterben sollte. Was ich hoffentlich nicht mache. Also ich weiß nicht, also die Welt gefällt mir schon immer noch sehr gut. Aber ich meine, ich bin auch irgendwie schon ein bisschen Star Wars Fanboy. Es ist schön hier, oder? Ich komme oft wegen der Aussicht drauf. Ich sehe den Grund. Es ist wunderschön. Pass bloß auf, wo du hintrittst. Ja, selbstverständlich. Jetzt nicht direkt anlegen. Hallo? Den kenne ich noch nicht, ne? Was hast du da gefunden, Kumpel? So, hier oben, irgendwas kann ich da noch nicht machen. Sagte mir gleich. Ah ja, und hier waren wir schon, ne? Ja, da war genau der da. Da wäre zwar schon ein Seil. Jetzt gehen wir mal dem Gericht nach. First things first, oder so. Würde ich da schon gerne runter, ohne zu sterben. Bergbank. Hier kann ich hochspringen, ne? Irgendwas für mich? Ne. Ja. Hoppa. Wir müssen Befehle bekommen. Habe Schaden.
Werfe eine Granate! Das wird mich nicht verlieren! Zeit für einen Kampf! Entlade Waffe! Bitte, stimmt! Nehmt den Beschuss ab! Wenn daraus programmiert, um sie zu töten! So, ein Haufen Zeug hier oben. Ihr habt gut gekämpft, aber mir habt ihr nichts entgegenzusetzen. Das ist mein Turm. Was willst du? Dir etwas anbieten. Einen Vorschlag. Hab noch einen Klumpen gefunden. Ist das eine Werkbank, ne? Genau. Da, da haben wir eine Hochbarre drin. Neue Frisur. Das ist ein Gegner! Nimm das! Da, das wollen wir haben. Bitte. Gesundheitsessenz erhalten. Maximale Gesundheit erhöht. Gerücht erledigt. Na, schau mal, hier kann BD noch was scannen. Gut gemacht, BD. Kommen wir eh noch nicht durch. Warum uns also auch noch nicht anschauen? Hier ist jemand. Finde das! Vorrücken! Nimm das! Ich denke irgendwie immer, ich könnte die stunnen oder irgendwas. Ich muss mir noch angewöhnen, dass das hier nicht geht. Mhm. Okay. Sackgasse. Oh ja, gefällt mir aber schon, den Planeten zu erkunden. Finde ich eigentlich schon ganz cool designt. Da hinten ist nochmal so eine... Ich nenne jetzt mal Machtessenz. Seid ihr für Viecher? Ravka. Wollt euch eigentlich gar nicht umbringen. Das war's. Versucht das mal. Nicht übel, was? Ich fühle mich großartig. Das war's. Sieht aus wie neu. Fast. Die Klonkriege waren schließlich nicht als gestern. Haben wir gewonnen? Nein. Oh nein. So, Sven. Sieh mal, was wir gefunden haben. Vier Klumpen. Ich kenne dich. Du bist ein Freund von Grease, richtig? Ja. Falls er nach den 50 Kredits fragt, die ich ihm vielleicht schulde, sag ihm, ich habe den Planeten verlassen. Ja. Ich denke, da halte ich mich raus. Wenn du für Fremde nicht lügst, für wen denn dann?
Das auch nicht. Da kann ich wahrscheinlich nicht hoch, oder? Das ist bestimmt glitschig. Ja. Sagt man gerade dazu? Rot, 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 rot. Alles rot. Ah. Angriff fortsetzen. Ich werde dich zur Strecke bringen. Könnte Hilfe gebrauchen. Okay, dann darf ich mich eigentlich so auch einfach schnell reisen. Und da sagen, ich will da hin? Nee. Das geht nicht. So, hier gibt es schon auch viel zu entdecken. So ein Machtecho. Lasst euch das allen eine Lehre sein. Wenn ihr in meinen Außenposten kommt, jage ich euch und erlege euch eigenhändig. Ja, mit der Doma ist, glaube ich, gar nicht so zu spaßen. Aber für Fähigkeiten 2 Punkte hätten wir sogar. Jetzt haben wir dabei Überleben mit 2. Elle regeneriert zusätzlich Leben. Maximales Leben erhöht. Halte B, um automatisch Nahkampfangriffen auszuweichen. Nutzt Macht. Mehr Leben, frage ich jetzt erstmal. Und dann war es mit dem Part. Und dann schauen wir uns im nächsten Part die Hauptquest weiter an. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis denn. Tschüssi.